Ja, vielen Dank, dass Sie hier zur Veranstaltung Digitalisierung rund um Rüsselsheim gekommen sind. Heute soll es maßgeblich darum gehen, um das Quartier Zukunft vorzustellen. Wo stehen wir, wo sind wir aktuell und wo wollen wir vor allen Dingen auch noch hin? Wir haben es bewusst Digitalisierungswerkstatt genannt, hat den Hintergrund, dass es auch mindestens zwei interaktive Parts geben wird, wo wir wirklich mal aktuelle Entwicklungen aus dem Projekt mitgebracht haben. Die findet man auch da vorne, so ein schöner Homie aufgebaut. Hier vorne ist die zweite Station, draußen sind nochmal zwei Stationen aufgebaut, wo wir zum einen Smart Home uns genauer anschauen werden und das andere Thema ist dann die Domain Specific Language. Das ist nochmal ein Punkt, wo man per Grafik gestützte Visualisierung relativ einfach neue Services strukturieren kann. Und dementsprechend wirklich interaktiv sein, also sprich, wenn Sie jederzeit Fragen haben, können Sie einfach zwischengrätschen, gerne stellen. Auf der Agenda steht gleich zu Anfang noch eine Kurzvorstellung des Stadtwerke Rüsselsheim, würde Herr Scherer an der Stelle dann übernehmen. Dann würde ich wieder weitermachen mit dem Quartier der Zukunft, mal zeigen, was ist denn so die Idee, was ist so die Zielskizze, was ist so das Ziel, wo wir ursprünglich mal hinwollen. Auch einen kurzen Ausblick dahin geben, wo wir aktuell stehen. Der erste interaktive Part ist die Smart Home Werkstatt. Hatte ich schon erwähnt, da liegen schon ein paar Gerätschaften auf den Tischen. Der zweite aktive Part ist die Domain Specific Language. Und der dritte Part wird dann ein kurzer Ausblick sein, wo wollen wir denn hin, was sind denn noch Punkte, die offen sind. Auf den Tischen noch kurz erwähnt, da finden Sie auch Flyer vom Quartier. Dieser grüne Flyer ist eine Veröffentlichung vom Bundesministerium für Wirtschaft. Da sind sämtliche Förderprojekte der Smart Service Welt 2 aufgeführt. Da kann man mit virtueller Reality-Brille praktisch mit dem Handy sich durch die Smart Service Welt klicken. Und da ist unter anderem auch Quartz nochmal vorgestellt und in Kontext gesetzt mit den anderen Projekten. Ja, Quartier Zukunft. Mittlerweile hat das Video hier einen schönen Namen bekommen. Und zwar schreibt das Video, glaube ich, die Mission, was haben wir denn ursprünglich mal mit Quartz vorgehabt. An der Stelle starte ich es einfach. Zunehmend alles wirklich miteinander vernetzt wird. Was dann allerdings geschieht, ist, dass es einzelne Insellösungen gibt und nicht eine übergeordnete Instanz, die jetzt alle Daten in Beziehung setzt, aber genau da gegen viele Möglichkeiten und viele Chancen begraben. Smart Meter, Smart Home, Smart City. All diese Ansätze vereint das Projekt Quartz in einer digitalen Plattform. Quartz steht für Quartier der Zukunft. Dabei handelt es sich um ein real existierendes Quartier. Das sind ca. 100 Wohneinheiten, in denen jetzt das Quartier der Zukunft entstehen wird. In den Ein- und Mehrfamilienhäusern werden verschiedenste Daten digital erfasst und auf der zentralen Plattform strukturiert für künftige Dienste aufbereitet. Es wird wirklich spannend sein zu schauen, wie man jetzt über den Smart Home-Bereich und die Sensoren Daten erfassen, dass die dann entsprechend ins Smart Home einwandern. Umgekehrt ist die Vernetzung und das Zusammenspiel dieser einzelnen Daten der große Mehrwert und dass wir auf bestehende, standardisierte Technologien dort aufsetzen. Besonders wichtig ist im Projekt, die Bewohner mit einzubinden, zur Nutzerakzeptanz und konkret die Bedürfnisse vor Ort zu ermitteln. Da gab es im Bereich Smart Home eine Veranstaltung, Elektromobilität gab es eine zweite Veranstaltung, wo einfach die Bewohner schon jetzt sehen, was in Zukunft im Quartier entstehen soll. Darüber hinaus wird es einen Projektbeirat geben, um zu erfahren, was sind denn Herausforderungen, die den Menschen im Alltag überhaupt begegnen. Und für diese Herausforderungen werden wir smarte Services anbieten. Die teilnehmenden Anwohner erhalten ein Tablet, auf dem sie das Quartz-Cockpit nutzen können. Wetterdaten werden direkt auf dem Cockpit angezeigt. Man kann Absprung machen in Smart Home. Es werden Smart Meter, intelligente Strommesser für jede einzelne Wohnung zur Verfügung gestellt. Man kann sich seine Verbräuche über die Smart Invoice entsprechend anzeigen. Man lässt sich eben das Elektromobil vorne vorm Haus reservieren über diese Quartz-Plattform. Das heißt, alles wird über das Tablet letztendlich gesteuert. Das kann man auf die Daten zugreifen kann und dann auch aktiv sagen, nein, ich möchte meine Daten nicht freigeben oder aber ich gebe sie entsprechend frei.
Ansonsten wird es möglich sein, dass auch Dritte auf diese Plattform kommen, wie beispielsweise eine Kommune, die ihre Services über diese Plattform anbietet. Langfristig sollen die im Projekt Quarz erprobten Lösungen zur Vernetzung digitaler Technologien für ganze Stadtviertel einsetzbar sein. Im Quartier Zukunft wollen wir generell das Leben der Bewohner leichter machen, damit mehr Zeit fürs Wesentliche bleibt. Und das nach Möglichkeit in vielen unterschiedlichen Lebensbereichen. So, im Prinzip könnte ich jetzt die Vorstellung auch beenden. Jetzt weiß man ja genau, wo Quarz hin will, was Quarz sein soll. Das stimmt nicht ganz, weil es hat sich dann tatsächlich was getan. Also dieses Video ist jetzt, glaube ich, ein Dreivierteljahr alt. Von dem einen oder anderen haben wir uns an der Stelle schon verabschiedet. Das eine oder andere haben wir neu hinzugenommen, anders gedacht. Hat vor allen Dingen den Hintergrund, dass wir sehr eng an den Bewohnern arbeiten wollen, sprich, dass wir deren Bedürfnisse und deren Anforderungen entsprechend berücksichtigen wollen. Aber mal grob aufgezeigt, was ist denn Quartier der Zukunft? Erstmal fangen wir an, befindet sich hier in Rüsselsheim. Das ist mal so ein Plan, ich weiß nicht, ob sich jeder in Rüsselsheim dann auch auskennt. Das ist der Horlacher Park im Prinzip, das ist die Matthias-Grüneweid-Straße, die Moritz-von-Schwind-Straße, die das ganze Quartier begrenzen. Ausgewählt wurde es durch eine Umfrage, die erstmal gemacht wurde, wo man dann festgestellt haben, wie offen sind denn die Bewohner für Digitalisierung, wie offen sind sie denn für solche Projekte und vor allen Dingen auch, inwieweit sind sie bereit mitzugehen. Und da kam eben jetzt gerade der Horlacher Park als das Quartier raus, was die höchste Akzeptanz, die besten Voraussetzungen dafür mit sich bringt. Was man hier sieht, es besteht insgesamt aus 115 Wohneinheiten, es sind 5 Mehrfamilienhaushalte und 25 Einfamilienhaushalten, die wir dort entsprechend zu einem Quartier zusammengefasst haben und wo das Ganze umgesetzt werden soll. Was wir da umsetzen, habe ich eine kurze Zielskizze mitgebracht. Wir versuchen letztendlich alle möglichen Daten, die in diesem Quartier anfallen, erst einmal zu bündeln. Das können sein, dass das Smart-Meter-Daten sind, also sprich Verbrauchsdaten aus den Zählern. Wir haben Umweltdaten, wir haben den Bereich Smart Home, wir haben vielleicht auch noch Gebäudetechnik, die angebunden wird. Auf der anderen Seite hat man darauf dann einzelne Dienste, die es heute weitestgehend auch schon gibt. Es gibt schon ein soziales Netzwerk, es gibt auch schon Einzellösungen, Smart Parking, Sprachsteuerung ist auch schon bekannt. Das Entscheidende, was halt jetzt dazukommt, ist, wir bauen eine Plattform in die Mitte dazwischen. Diese Plattform soll eben genau das machen, sie soll die Daten, die hier oben anfallen, den einzelnen smarten Diensten zur Verfügung stellen und dadurch natürlich dann die Schnittstellenproblematik oder die Komplexität dahinter deutlich reduzieren. Wir haben halt nicht mehr einzelne Schnittstellen zwischen dem Open Data Portal und dem Smart Parking oder dem Open Data Portal und dem sozialen Netzwerk, sondern alles läuft stets über diese urbane Datenplattform, sodass letztendlich jeder Dienst, der unten aufgeführt ist, auch oben als Datenlieferant fungieren kann. Und dadurch, dass halt diese Schnittstellen wirklich standardisiert aufgebaut sind, ist es in Anführungszeichen jetzt erst einmal egal, ob ich jetzt unsere Smart Home Lösung, die wir im Projekt jetzt einsetzen werden, um einen Use Case daraus zu bauen, verwenden, oder ob wir in eine andere Smart Home Richtung gehen, weil wir haben auch so etwas wie das Thema eigene Dienste, da gehen wir später auch noch in Richtung Domain-Specific Language genauer drauf ein, um mal zu schauen, was verbirgt sich dahinter, weil darüber ist es beispielsweise durchaus möglich, auch noch andere Smart Home Bereiche oder andere Komponenten reinzubringen auf die Datenplattform, sodass man sagt, ich komme jetzt aus dem KNX oder aus der Homematik-Ebene, da wäre es zu überlegen, inwieweit man die dann auf die Datenplattform hebt, sodass es da eine Kopie geben kann. Wichtig bei der ganzen Themen sind im Prinzip so 4 Grundsätze, die wir zu Anfang des Projektes definiert haben, die sich jetzt aktuell durch das gesamte Projekt auch konstant durchziehen, auf die wir immer wieder zurückgreifen und die wir entsprechend mit Aufwand auch versuchen umzusetzen. Das fängt bei dem Thema Datensouveränität an. Das Thema Datenschutz, was ein bisschen da unten drunter hängt auch, heißt im Prinzip, jeder Bewohner weiß zu jeder Zeit, wo seine Daten wie wann eingesetzt werden und er kann jederzeit sagen, so, jetzt bitte nicht mehr freigeben. Das wird auf jeden Fall in sämtlichen dieser Diensten da unten auch abgebildet
Und das sind ganz interessante Themen, die dann angegangen werden, wie beispielsweise im Bereich Sprachsteuerung. Da wird es so sein, dass wir da dann eine klare Grenze einbauen. Sobald man eben sich an die Sprachsteuerung koppelt, wird man in dem Fall das Quarz-Universum sozusagen verlassen und eben nicht mehr vollständig in der Datensouveränität unterwegs sein können, weil es gibt aktuell keine vernünftige Sprachsteuerung im deutschsprachigen Raum, außerhalb von Alexa und Google Home, vielleicht noch Siri mit dabei. Aber Alexa und Google haben halt eine solche Usability und einen solchen Funktionsumfang, den man aktuell im deutschsprachigen oder im Open-Source-Bereich nicht findet. Und wir haben uns dafür dann entschieden, dass wir gesagt haben, okay, wir ziehen so eine Grenze rein. Wenn der Bewohner sich aktiv dann entscheidet, und da wird entsprechende Informationen auch geben, was das für Auswirkungen dann hat, wenn er jetzt praktisch rübergeht über diese Grenze, dass er dann eben die Datensouveränität verlässt, aber dafür natürlich eine Sprachsteuerung auch bekommt, die auch schon im Omi soweit integriert ist, die entsprechend mächtig ist, die entsprechend funktioniert und entsprechende Funktionalitäten mit sich bringt. Das Thema Aggregation und Aufbereitung hatte ich vorhin im Prinzip schon erwähnt. Das ist einer der Kerne. In der Datenplattform werden die Daten erstmal aggregiert, irgendwie aufbereitet, sodass es den anderen smarten Diensten, je nachdem welcher Dienst es dann haben will, entsprechend zur Verfügung gestellt werden kann. Das Thema Akzeptanz und Beteiligung ist einer der Punkte, die Quarz durchaus auszeichnen, auch im Rahmen dieser Smart Service Welt 2 jetzt komplett gesehen bei den 16 Programmen, weil das ein Kern des Projektes ist, zu sagen, wir versuchen die Bewohner vor Ort mit einzubinden, deren Bedürfnisse abzuklopfen und zu klären, was ist denn vor Ort, was brauchen wir denn in Sachen Vernetzung von Daten, um daraus neue Dienste abzuleiten, um daraus neue Funktionen abzuleiten. Das ist so ein zentraler Punkt, dass man eben hier versucht umzusetzen. Das haben wir im Laufe des Jahres gemacht, indem wir in einem ersten Schritt natürlich die Auswahl des Quartieres relativ stark versucht haben, in die Hand der Bewohner zu geben. Wir haben das Ganze dann eben in der zweiten Umfrage im Quartier durchgeführt, wo wir wirklich in die Wohnungen der Bewohner reingegangen sind und gesagt haben, hier, was braucht ihr denn? Wir haben ein paar Ideen für smarte Dienste. Braucht ihr die? Was hättet ihr gerne? Andere Ideen, andere Vernetzungsideen? All das haben wir in diesen Interviews mitgenommen, haben auch eine ganz gute Quote dabei erreicht, so um die 10%, was in den anderen Projekten bei ähnlichen Vorhaben waren es so 3-4%, die erreicht wurden. Also im Prinzip so 10% scheint zumindest mal auf eine gute Öffentlichkeitsarbeit hinzuzweigen. Jetzt auch im Laufe des weiteren Projektes gibt es verschiedene Veranstaltungen vor Ort. Es gibt so ein Bürgerlabor, wo man regelmäßig dann die Bewohner einlädt, die neuesten Entwicklungen aus dem Projektteil dann im Prinzip reinbringt. Und ich werde im Ausblick noch dazu kommen, das ist jetzt etwas Neues, vorhin kam schon mal der Begriff der Zukunftsversteher, da erzähle ich gleich im Ausblick noch was davon, weil das ist jetzt gerade im Entstehen. Wir haben jetzt gerade das Konzept, ich habe jetzt gerade mal die Leute so weit an Bord, dass sie sagen, ja, wir wollen mitmachen und wir haben Lust darauf, daran teilzunehmen. Das Ganze, muss man fairerweise sagen, kriegen wir natürlich als Stadtwerk Rüsselsheim so nicht wirklich alleine hin, sondern wir sind dort in einem Konsortialverbund tätig, haben uns aus den unterschiedlichen Bereichen Spezialisten geholt, hat den Hintergrund, wir wollen nichts neu entwickeln. In der Regel gibt es in all diesen smarten Diensten schon relativ gute Grundlagen, wie im Bereich Smart Home beispielsweise, auf die man gut aufsetzen kann, die es dann zu integrieren gilt und die es dann entsprechend einen Mehrwert generieren kann. So haben wir hier außen angefangen, die Discovery GmbH, die im Smart Metering-Bereich unterwegs sein wird. Also falls man jetzt gerade das Portal dafür auch verwendet, erscheint zwischendrin auch mal wieder die Discovery. Die sind letztendlich Urheber dieses ganzen Konstruktes. Wir haben das Fraunhofer ISST, Marcel Altenleiterring, der auch noch ein Demo oder die Werkstatt für den Domain Specific Language auch durchführt und dazu noch einiges sagen wird. Also sprich so aus Richtung Einbindung Dritter ist ein Schwerpunkt an der Stelle. Das Fraunhofer Focus, der dritte Partner am Bunde, liefert die ganze Architektur. Da kommt auch noch ein Open Data Portal mit an Bord. Dann haben wir den vierten Partner, Entschuldigung, ist das Software-Institut.
Da ist es so, dass die Datenplattform und damit das Herz sozusagen von Quarz bereitstellen und auf die sämtliche Dienste letztendlich integriert werden und dementsprechend so ja, der wesentliche Technologiepartner an der Stelle ist. Wir als Energieversorgung Rüsselsheim sind vor Ort tätig, so nenne ich es mal. Also wir sind wirklich die, die dann halt rausfahren und die Sachen vor Ort aufbauen, die entsprechend die Wettersensoren aufbauen, die Ladesäule vor Ort betreiben werden und der erste Ansprechpartner und die Öffentlichkeitsarbeit entsprechend durchführen. Ist wohlwissend so gewählt, weil wir einen gewissen Vertrauensvorschuss bei den Bewohnern mitbringen. Dementsprechend konnten wir auch wirklich in den Interviews in die Wohnung rein und wir haben letztendlich als ganz fremde Unternehmen sind wir noch nicht angetreten, sondern man kannte uns entsprechend und wir hatten den Vertrauensvorschuss mit dabei. Dann habe ich als letztes zum Quartier Zukunft auch ein Live-Demo mit. Das ist, glaube ich, jetzt außerhalb des Projekttreffens von letzter Woche das erste Mal, dass man jetzt einer anderen Person außerhalb des Projektes das Cockpit zeigt. Und dahin würde ich auch tatsächlich mal kurz wechseln. Das ist im Prinzip schon alles. Klingt jetzt nicht wahnsinnig berauschend. Es ist ein Prototyp, muss man ganz klar dazu sagen. Die Sachen, die da jetzt schon blau hinterlegt sind, die funktionieren schon relativ gut, weil ganz einfach dort schon Apps dahinter sind oder Software dahinter ist, die schon so am Markt verfügbar ist. Das Ganze wurde jetzt nur auf Quarz gemünzt und auf Quarz eingebunden. Wir haben hier jetzt auch, was das Bild anbelangt, noch eine Darstellung. Man hat es vorhin im Video gesehen, das Ganze wird noch lebendiger. Das Ganze wird noch deutlich bunter, das Ganze wird ein bisschen anschaulicher. Ziel ist es, das sind aktuell statische Anzeigen, da kommt auch Live-Input zurück. Warum ist dem so? Das ist das Cockpit, das ist der Einstieg ins Quartier Zukunft. Von diesem kleinen Stück Software aus wird praktisch das gesamte Quartier betreten und von denen aus kann ich die gesamtliche Dienste angehen. Und so ist es dann beispielsweise geplant, dass man hier im Smart Meter Portal, ich werde gleich mal abspringen, den Verbrauch sich anzeigen lassen kann. Der wird dann direkt in die Oberfläche geholt. Es wird noch weitere Kacheln auch geben, also ÖPNV, es wird noch eine Wetterkachel geben, es gibt noch verschiedene andere Visualisierungen an der Stelle. Was jetzt schon funktioniert, sind die blau hinterlegten Bereiche. Wir sind hier im Smart Meter Portal, da gibt es seit 2 Wochen auch die ersten Zugänge für die Bewohner, die wirklich dann ihren Live-Verbrauch, ich habe es bei meiner Arme vorhin schon gesehen, funktioniert also, da sieht man schön den Verbrauch der Wohnung. Sämtliche Stromzähler, Gas- und Wasserzähler sind im Quartier ausgetauscht und entsprechend über Smart Meter Gateway funken die fleißig in Richtung Smart Meter Portal. Das funktioniert soweit, glaube ich, ganz gut. Das werden uns die letzten Nacharbeiten gemacht. Die Homey-App, gehe ich nicht genauer darauf ein, steht da, kommt später nochmal jede Menge Infos dazu, darf man auch gleich nochmal selbst Hand anlegen. Domain-Specific Language ist das Thema, was der alten Leiterin mitgebracht hat, wo man gleich auch nochmal in so eine grafische Oberfläche entsprechend mal einen Dienst bauen kann. Wir haben noch weitere Punkte. Das eine ist die Umweltdaten. Da ist es so, dass da jetzt gerade die Anbindung an die Quarz-Plattform in den Endzügen ist. Also wir gehen davon aus, dass das auch bis Ende des Jahres soweit funktioniert. Das Einzige ist, wir müssen sie noch vor im Quartier auch wirklich aufstellen. Das fehlt noch aus. Das Ganze hat sich ein bisschen schwerer herausgestellt als gedacht. Da gab es ein bisschen Verzögerung, weil man das Kabel nicht ganz so einfach von oben nach unten durch das ganze Haus verlegen konnte. Aber da sind jetzt entsprechende Fachfirmen dabei, die hoffentlich dazu helfen, dass wir das schnellstmöglich dann auch vor Ort aufstellen. Open Data Plattform ist etwas, was vom Fraunhofer Institut bereitgestellt wird, wo wir entsprechende Open Data anbinden wollen. Also sprich, wenn man im Quarz unterwegs ist, hat man den Zugriff auf x-beliebig viele Open Data Quellen, die dann entsprechend definiert werden. Wir bauen dort auf eine Entwicklung auf, die es im EU-Umfeld im Prinzip schon gibt. Also das EU-Data-Portal oder die Data-Plattform, besser gesagt, ist entsprechend auf der gleichen Technologiebasis aufgebaut. Ich mache hier oben weiter, das Quartiersnetzwerk an der Stelle.
Dort geht es darum, dass die Bewohner sich entsprechend vernetzen können, dass die Nachrichten sich gegenseitig schicken können. Da geht es Richtung schwarzes Brett ist mit implementiert. Es ist eine Möglichkeit, dass man von extern auch mal Infos reingeben kann. Also beispielsweise der Vermieter könnte über so ein Quartier, über dieses Quartiersnetzwerk auch entsprechende Infos ins Quartier reingeben. Das ist jetzt aktuell in den letzten Zügen, das steht soweit, das habe ich letzte Woche, haben wir den ersten Prototyp gesehen, der allerdings jetzt noch nicht mit der Quarz-Plattform sauber vernetzt ist. Als letzten Punkt, den habe ich bewusst als letztes genannt, ist die Mobilitätsstation. Das ist der Bereich, wo sich am meisten getan hat, wenn man den Ursprung von Quarz kennt. Da hatten wir eine Elektroladesäule dabei, da hatten wir zum Thema Smart Parking als losgelöste Dienste dabei. Durch das Interview haben wir dann erfahren, naja, es gibt vor Ort genügend Parkplätze, wir brauchen kein Smart Parking, es wird nicht genutzt werden. Wir haben das gleiche mit der Elektroladesäule gehabt, wir haben dort ebenfalls kaum Elektro-E-Fahrzeuge vorgefunden und auch eher wenig Feedback dahingehend, dass man jetzt plant, großartig in die Elektromobilität zu investieren. Das Ganze hatte zur Folge, dass wir uns dann anhand des Feedbacks Gedanken gemacht haben, wie kann man trotzdem diese beiden Themen so gestalten, dass es einen Mehrwert vor Ort bringt, und sind dann bei dem Thema Mobilitätsstation gelandet. Das heißt, Plan ist es, vor Ort eine Elektroladesäule aufzustellen. Da bin ich aktuell noch an der Genehmigungsphase dran, dass die Elektroladesäule auch wirklich aufstehen kann. Was fertig ist, ist ein Dienst, was ein Carsharing anbieten kann. Im Prinzip auf allen möglichen Fahrzeugen. Es müssen nicht mal E-Fahrzeuge sein, sondern es können auch Verbrennungsmotoren getriebene Autos dort eingebunden werden. Idee dabei ist, dass man den Quarzbewohnern dann mindestens mal ein halbes bis dreiviertel Jahr kostenlos dieses Service zur Verfügung stellt, das wirklich dann mal benutzt werden kann, damit man mal sieht, was ist Elektromobilität, was für Vorteile hat es denn, weil wir haben durchaus auch ein paar Skips Punkte gehabt zu Anfang, die gingen in die Richtung, dass man, naja, das Fahrzeug ist ja eh nie da. Und dann hatte man so einen Use Case, dass man die Enkel gerne zum Kindergarten fahren würde, und dann kam gleich die Frage, ja, ich brauche aber Kindersitze dafür. Also sprich, es gibt durchaus Hürden, die man beseitigen kann, an denen man rangehen kann, aber die zeigen, es gibt durchaus ein Interesse an diesem Thema. Es ist noch nicht klar, wie funktioniert das Ganze, welche Rahmenbedingungen braucht man, ist ein Fahrzeug ausreichend oder braucht man 2, 3, 4, 5? Hinzu kommt dann an der Stelle auch das Smart Parking. Es wird darin aufgehen, dass man diese expliziten Parkplätze, wo die jetzt für die Mobilitätsstation reserviert werden, dass man die dann entsprechend überwacht und auch hier im Portal ansehen kann. Dann würde ich mal kurz noch abspringen in das, was wir nicht zeigen oder wo wir jetzt kein großes Demo mitgenommen haben. Das ist das Smart Meter Portal. Von der Funktion her ist es so, man wird sich hier am Cockpit anmelden müssen und dann eigentlich nie wieder, weil alles miteinander verlinkt ist. Das heißt, wenn sie jetzt vernünftig funktionieren, klicke ich hoffentlich auf das Smart Meter Portal und lande auf einer Portalansicht. Er nennt sich jetzt Kundenzähler 2 Strom. Das heißt also, wir haben einen Stromzähler da, irgendwo im Quartier. Irgendwo stimmt nicht, in der Moritz-von-Schillen-Straße 10. Also vielleicht habe ich irgendwen erwischt. Aber was man eben sehen kann, ist an der Stelle der aktuelle Verbrauch. Man kann hier über die Grafik entsprechend drüber fahren, man kann rein- und rauszoomen. Hier unten ist die Tagesweise aufgetragen. Bei den Mehrfamilienhäusern ist es so, da gibt es natürlich jetzt nicht die Möglichkeit, den Wasserverbrauch und den Gasverbrauch über die Form abzubilden. Das heißt, wenn man jetzt ein Einfamilienhaus hat und einen entsprechenden Gas- und Wasseranschluss auch dazu hat, dann ist hier oben nicht nur eine Grafik zu sehen, sondern dann sind entsprechend da oben 3 Graphen eingezeichnet, mit Wasser, Strom und Gas. Diese Plattform funktioniert so, wie sie da jetzt ist, im Standard weitestgehend so, wie wir es zeigen. Was darauf jetzt aufgebaut wird, würde ich nachher im Ausblick nochmal einen kurzen Blick geben. Was gibt es denn da noch für Möglichkeiten, weil so habe ich jetzt erstmal nur die Daten da. Aber das Spannende wird, glaube ich, da, was mache ich denn jetzt mit den Daten, was soll denn am Ende bei Quarz noch rauskommen? Weil nur den Verbrauch zu sehen, okay, jetzt brauche ich nicht mehr in den Keller gehen, sondern ich sehe jetzt direkt, ich habe
615 Kilowattstunden verbraucht. Ja, okay, das ist jetzt nicht wahnsinnig Rocket Science. Da geht, glaube ich, noch mehr. Und da gibt es einen kurzen Ausblick dahin, wo wir das Ding entsprechend landen. So, so viel zum Einstieg. Das Gleiche würde jetzt funktionieren entsprechend mit der Homey-App. Da bin ich diesmal angemeldet, also nicht wundern, das Ding ist schon gefüttert. Das Ding wird nicht mit Daten aus Rüsselsheim gefüttert, sondern das sind Live-Daten aus Mannheim, aus meiner Wohnung. Ich habe lange überlegt, ob ich meine Frau ärgern möchte und mal Licht an- und ausschalte, also auch so etwas funktioniert. Hab mich dagegen entschieden, weil ich tatsächlich heute Abend noch wieder zurück muss. Aber im Prinzip ist das die Ansicht, da werden sich gleich auch noch mit beschäftigen. Was man hier jetzt sehen kann, sind beispielsweise Tür und Fenster. Also ich habe genau die gleichen Fenstergriffe bei mir verbaut, zwei Stück. Die zeigen mir an, ob meine Fenster zu sind. Das sind verschiedene Raumklima, verschiedene Thermostate, die eingebunden sind. Meine gesamte Heizungssteuerung, es sind wirklich noch Heizkörper, die da verbaut sind, ist entsprechend eingerichtet. Ein bisschen Energie wird noch gemessen. Und wie gesagt, ich kann auch hier an der Stelle die Lampe ein- und ausschalten. Was ich schon mal ausprobiert habe, was dann zur Heiterung führt, die Lampe einfach mal auf Rot stellen. Da dauert nicht lang, dann kriegt man einen bösen Anruf und fragt, das Haus wurde gehackt. Mache ich auch kein zweites Mal. Aber es hat Spaß gemacht. Das, was Homey dann auszeichnet, ist eben der Bereich Automatisierung. Und da sieht man, glaube ich, dann auch, kommen wir gleich noch drauf, eins der großen Probleme bei der Hausautomatisierung, es wird relativ schnell kompliziert. Weil diese paar Homigramme, die man jetzt dort sieht, und es sind nicht mal alle, wenn man runterscrollt, es kommen noch ganze Menge weitere, die bilden praktisch nur meine Heizungssteuerung ab, das ist so der Kern des Ganzen, und es sind noch so ein paar andere Sicherheitsmechanismen dran, wie dass die Steckdose abends ausgeht. Wenn ich bestimmte Knöpfe drücke, geht die Steckdose ebenfalls aus, weil das ist noch relativ einfach. Also die Heizungssteuerung ist eines der größten Punkte an der Stelle. Zur Vollständigkeit halber, Domain-Specific Language klicke ich auch nochmal drauf. Sollte auch zumindest grob was ersichtlich sein. Genau, da kommt Herr Altenleiterin, wird es noch erklären. Also hier sieht man schon die ersten Nodes, die man so reinziehen kann, miteinander verbinden kann und es passiert dann am Ende auch was. Hoffentlich klappt es noch. So,